Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Interessierte an der Stadt, an den Städten, ich bewundere, dass Sie bei diesem wunderbaren Wetter wieder hier im Raum sind, wobei es ein schöner Raum ist und wir haben ja immer die Gelegenheit, über diese wunderbare grüne Treppe mit den Schafen hier hinaufzugehen und eine Nase voll Natur zu nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich hatte mir vorgestellt, dass wir jetzt die Referenten, Herrn Salomon, Herrn Seidel, Herrn Chavez und Frau Franka und Frau Hölzel, jedem 10 Minuten gönnen, sozusagen ihre Arbeit darzustellen. Und ich möchte Sie bitten, dabei in den 10 Minuten einen Schwerpunkt darauf zu legen, wie Sie die Menschen, alle Menschen, in ihrer Arbeit einbeziehen. Denn dass das mit der Technik, dass die übertragbar ist, ist schon recht. Das wissen wir. Menschen sind überall sehr unterschiedlich. Soziokulturelle Verhältnisse sind unterschiedlich. Es wäre schön, wenn Sie darauf Ihren Schwerpunkt legen würden. Und dann hätte ich aus Ihren kurzen Statements einige Fragen und dann öffnen wir in den Raum. Damit beginnen wir, Herr, und ich würde Sie bitten, dass Sie auch bei Ihrem Statement kurz sagen, wer Sie sind. Hier vorne oder egal? Egal. Ich denke, ja. Ja, guten Tag allerseits. Das ist nicht an, oder? Das mache ich mal auf. Jetzt ist es an. Ja, jetzt müsste man es hören. Ja, ich bin Dieter Salomon, bin Oberbürgermeister von Freiburg und habe das Problem, das ich hoffentlich gelöst kriege, dass ich heute Morgen nicht dabei war. Ich versuche das insofern zu lösen, als ich von den Diskutanten heute Morgen jeweils Papiere gelesen habe und vermute zumindest, was sie in ihren Eingangsstatements gesagt haben. Freiburg bemüht sich, Green City zu sein und nachhaltige Stadt zu werden. Das ist kein einfacher Weg und wir sind auf dem Weg vielleicht etwas weiter vorangeschritten als andere Städte, aber wir sind auf dem Weg und es gibt vieles zu tun. Und das Problem, was ich habe, und wir haben ungefähr 25.000 interessierte Fachbesucher aus der ganzen Welt, die sich in Freiburg immer Verschiedenes angucken und unterschiedlich begeistert davon sind, was da eigentlich passiert. Manche glauben, dass die Dinge, die wir ihnen zeigen, in ganz Freiburg so sind und fragen dann, was man eigentlich in Freiburg noch tun muss. Und ich sage immer, Entschuldigung, aber das, was Sie hier sehen, das ist tatsächlich was Tolles, was Fortschrittliches, gibt es auch nicht nur in Freiburg. Aber das Problem ist, dass Freiburg in seiner Substanz eine Stadt ist wie alle anderen Städte auch und eigentlich genau die gleichen Probleme hat wie alle anderen Städte auch. Das heißt, wir sind ein Stück weiter voran, können schöne Dinge herzeigen, aber sind insgesamt unterwegs. Wenn man aber jetzt ein internationales Podium sieht und sich überlegen soll, wie man denn beispielhaft Klimaschutzpolitik macht in einer Demokratie, und ich denke, da legen wir alle Wert drauf, das war ja auch die Frage von Frau Thalgott zum Eingang, wie man denn die Menschen mitnehmen kann und alle demokratischen Restriktionen, bis man irgendwas entschieden hat, tatsächlich auch beachtet und dann sieht, wie die Probleme der Städte in anderen Weltgegenden sind, dann wird man sehr, sehr bescheiden mit seinen Versuchen, die man insgesamt unternimmt. Also man muss, glaube ich, grundsätzlich unterscheiden, dass die Städte in Asien, in Afrika, in Südamerika in den nächsten Jahrzehnten noch gigantisch wachsen werden, dass die großen Städte Megastädte werden und die Megastädte noch viel größer werden, als sie heute sind. Das ist eine völlig andere Situation in Europa und in Russland, wo die Bevölkerung zurückgeht und wir mit einem demografischen Wandel zu kämpfen haben, der jetzt heute nicht das Thema dieser Veranstaltung ist. Also die Situation in Deutschland ist sicher anders, als sie sich in China darstellt.
wenn man solche Podien in China macht. Und ich hatte letztes Jahr auf Einladung der Deutschen Energieagentur Gelegenheit, mit chinesischen Stadtplanern zu diskutieren. Dann sind die von allem, was man denen erzählt, angetan. Aber China macht halt alles gleichzeitig. Die bauen die erneuerbaren Energien aus, die bauen alle fossilen Energieträger aus, die bauen Atom aus, die bauen alles gleichzeitig aus. In dem Wissen, dass es eigentlich nicht funktioniert, aber einfach der Not gehorchen, dass die Wirtschaft sich so schnell entwickelt, dass es offensichtlich nicht anders geht. In Deutschland sind wir weiter. Deutschland will, nachdem man letztes Jahr versucht hat, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern, nach Fukushima jetzt aussteigen. Und international gibt es einige, die Deutschland dafür bewundern, und noch viel mehr Menschen, die die Deutschen für verrückt halten und hysterisch und deutscher Sonderweg und so weiter, wie wir das eigentlich auch schon seit 30 Jahren kennen. Aber wenn man tatsächlich sagen will, wir machen das trotzdem, weil die Bevölkerung es will und weil es auch richtig ist, das war mein ganzer Vorspann, dann sage ich nur, man muss es relativieren. Also man kann, glaube ich, nicht hergehen als eine winzige Stadt wie Freiburg. Wir haben 220.000 Einwohner. Das ist ungefähr 1% der Bevölkerung von Shanghai. Und den anderen Kontinenten und Ländern zu erzählen, so wie wir das in Freiburg machen, ist es ganz toll, und das müsst ihr auch so machen. Das wird sicher nicht so funktionieren. Ich glaube, da muss man sehr bescheiden und demütig werden. Andererseits ist dann die Frage, warum man es denn macht. Und die Antwort ist einfach, weil es richtig ist, es zu tun. Ich glaube, wir leben davon, dass wir beispielgebend vorangehen in der Hoffnung, dass andere uns nachgehen. Das betrifft sowohl den Atomausstieg als auch die Energiewende. Und die Frage, die sich mir stellt und die sich uns allen wahrscheinlich stellt, ist das, wenn man diese große Transformation, wenn man diesen Klimawandel tatsächlich abmindern will, beziehungsweise ihn stoppen geht nicht, aber ihn abmindern will, wie man diese Herausforderungen in einer demokratischen Gesellschaft unter dem Aspekt der Freiheit organisiert, indem man die Menschen, ich mag das Wort mitnehmen nicht, das klingt so paternalistisch, das halte ich auch für einen blöden Ausdruck, indem man die Menschen nicht mitnimmt, sondern indem man die Menschen versucht, dafür zu gewinnen, diesem Kurs zu folgen. Und da hat Freiburg, glaube ich, einen großen Vorteil gegenüber anderen Städten. Wenn ich von ausländischen Gästen gefragt werde, warum wir so weit voran sind, dann sage ich immer, das liegt daran, weil wir früher angefangen haben. Und die Geschichte geht zurück in die 70er Jahre. Das ist die Geschichte von Wiehl, dem einzigen, bislang einzigen Atomkraftwerk in Deutschland, das aufgrund des Protestes der Bevölkerung von Winzern am Kaiserstuhl zusammen mit der städtischen Bevölkerung in Freiburg verhindert wurde, politisch nicht durchsetzbar war, und das dazu geführt hat, dass in Freiburg und in der ganzen Region in Südbaden das ökologische Bewusstsein früher weiter ausgeprägt war, als es in anderen Städten in Deutschland und auch im benachbarten Frankreich der Fall ist. Wenn man die Stadt von morgen sich vorstellt, dann muss man, denke ich, und wir wurden letztes Jahr von der British Academy of Urbanism ausgezeichnet als europäische Stadt des Jahres 2010, dann muss man sich die europäische Stadt im Gegensatz zur amerikanischen Stadt als kompakte Stadt vorstellen. Dann muss man sich Stadtplanung als integrierte Stadtplanung vorstellen, wo die Bereiche Leben, Wohnen, Arbeiten, Einkaufen alle beieinander liegen, wo der öffentliche Nahverkehr stark ist, wo man in den Stadtteilen noch Lebensmittelversorgung hat, das heißt, wo man möglichst wenig lange Wege zurücklegen muss und die langen Wege nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem öffentlichen Nahverkehr vor allem zurücklegt. Dann muss man sich Stadtplanung so vorstellen, dass man, wenn man neue Stadtteile baut, dass die Häuser möglichst wenig Energie verbrauchen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass europäische Städte in der Regel alte Städte sind, dass alte Städte alte Häuser haben und dass alte Häuser natürlich energetisch schlecht sind. Und die Frage stellt sich nicht nur in Freiburg, wie man insgesamt alte Häuser energetisch modernisiert. Also eine Energiefrage ist eine Frage, wie wir wohnen, wie wir leben, welchen Verkehr wir produzieren. Und wenn dieses nicht per Ökodiktatur durchgesetzt werden soll, sondern
Ergebnis sein soll einer demokratischen Diskussion der Bevölkerung und auch den Wünschen und den Wünschen der Bevölkerung nachkommen, dann kann es nur ein demokratischer Prozess sein, wo man die Bürger beteiligt, und zwar von Anfang an beteiligt. Wir haben den Prozess der Erstellung unseres Flächennutzungsplans zu einem beispielhaften Bürgerbeteiligungsprojekt gemacht, was den Vorteil hat, dass zum Schluss die allermeisten Flächen, die wir in den nächsten 15 bis 20 Jahren bebauen wollen, im Konsens verabschiedet wurden. Was aber den Nachteil hat, das muss man auch deutlich sagen, dass man sich auf den Weg auf endlose Diskussionen einlässt. Aber diesen Weg, denke ich, muss man bestreiten, weil die Abkürzung geht nicht. Die Abkürzung hieße, dass man einfach von oben entscheidet, wie das Ganze funktioniert. Und da kann ich nur sagen, in einer Stadt wie Freiburg mit einem aufgeklärten Bürgertum, mit engagierten Bürgern, funktioniert sowas nicht. Und ich glaube, in anderen Städten westlicher Prägung funktioniert sowas auch nicht mehr. Das ist, und das meine ich jetzt wieder global gesehen, ich weiß nicht, ob es ein Vorbild ist für die ganze Welt, aber ich denke, das ist der europäische Weg, so wie der geht oder wie er gehen kann, wenn man tatsächlich diese Transformation machen will. Und ich glaube, dass diese Diskussion in vielen anderen Ländern auch der Fall ist oder der Fall sein wird. Ich weiß nicht, wie das heute Morgen alles besprochen worden ist. Man kann sich natürlich fragen, wenn die Bevölkerung, die Weltbevölkerung in den nächsten 10 Jahren, in den nächsten 40 Jahren bis 2050 nochmal um 50% wächst, wenn diese Verstädterung so weitergeht und nichts getan wird, dann ist der Planet, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit am Ende. Und man kann nur hoffen, dass die einzelnen Beispiele dafür sorgen, dass auch in den anderen Ländern und in anderen Städten ein Umdenken stattfinden wird. Ich glaube, es gibt da Anlass zu Hoffnung. Selbst unter der Bush-Regierung, von der sich wahrscheinlich die meisten Anwesenden einig sind, dass die 10 Jahre Bush die Welt nicht vorangebracht haben, sondern eher zurückgeworfen haben, haben amerikanische Städte, es sind über 600 Städte, gesagt, wir warten nicht darauf, dass unsere nationale Regierung das Kyoto-Protokoll unterschreibt, sondern wir gehen selber voran. Wir gehen selber voran, wir halten das Kyoto-Protokoll ein. Über 50% der Menschen wohnen weltweit in Städten. Die Zahl wird größer. 70 bis 80% der CO2-Ausstoßes kommen aus den Städten. Und deshalb muss die Lösung auch aus den Städten kommen. Diese Lösung, wenn sie aus den Städten kommt, wird eine dezentrale Lösung sein. Sie müsste in den jeweiligen Städten durchgekämpft werden. Es wäre natürlich viel schöner, wenn auf nationaler und internationaler Ebene die Rahmenbedingungen so gesetzt würden, dass es den Städten leichter gemacht wird, erfolgreich zu sein. Aber denke, die Städte und die Verantwortlichen in den Städten wissen, dass sie nicht darauf warten können, bis irgendeine Weltregierung den tollen Beschluss fasst, den Klimawandel zu stoppen, sondern das muss von unten anfangen. Wir machen das in Freiburg, und das Schöne ist, wenn man auf internationalen Konferenzen unterwegs ist, man findet ganz viele Gleichgesinnte, die auch unterwegs sind. Und zwischen den Städten, das ist anders als bei irgendwelchen Doktorarbeiten im akademischen Bereich, zwischen den Städten darf man hemmungslos abschreiben und kopieren, man darf gucken, was andere machen, man darf schauen, was andere besser machen, man kann gucken, ob das, was andere machen, auf einen selber passt, auf die eigene Situation passt. Es ist ein Wettbewerb um die besseren Ideen, und auch das ist ein demokratischer Wettbewerb. So viel mal zum Auftakt. Recht herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Salomon. Ich habe eine Frage. Wie viele Bürgerinnen und Bürger haben bei Ihrem Flächennutzungsplanprozess und die damit beinhalteten auch energetischen Fragen mitgewirkt? Also der Prozess ging über 1,5 Jahre. Der ganze Prozess ging 3 Jahre, aber dieser Bürgerbeteiligungsprozess ging über 1,5 Jahre, und das haben so 600 bis 800 Leute mitgemacht, davon ungefähr die Hälfte dauerhaft. Das ist eigentlich für eine Stadt unserer Größe eigentlich eine ziemlich große Zahl an Menschen. Vielen Dank. Wir hören jetzt Herrn Seidel. Macht er jetzt Bilder an die Wand?
na gut. Ja, schönen guten Tag. Da wir ja nun als die Praktiker eingeladen wurden, versuche ich einen kurzen Einblick in das City-Förster-Netzwerk zu geben. City-Förster, wer sind wir? Wir sind 11 Leute, 11 Partner einer Partnerschaftsgesellschaft, Architekten, Ingenieure, Stadtplaner. Wir lehren, wir forschen an Universitäten, wir engagieren uns in Thinktanks, wir initiieren neue Entwicklungen bei der Kammer oder anderen Interessensvertretungen. Wir arbeiten für und auch mit anderen Büros und wir versuchen, persönliche Kompetenzen und unterschiedliche Kontexte zu ergänzen. Verteilt, sieht man ja auf der Karte, sind wir relativ über Europa. Wir arbeiten in großen Teams, man möchte sagen in zu großen Teams. Wir versuchen sozusagen den Supergeneralisten zu bilden, um am Anfang eines Prozesses alle wichtigen Meinungen mit einzubeziehen. Das ist nicht nur innerhalb von City-Förster, sondern das ist auch mit Fachplanern, mit Soziologen, mit Zukunftsforschern und so weiter. Dementsprechend versuchen wir für jedes Team, für jedes Projekt maßgeschneiderte Teams zu bilden. Das heißt, wir haben keine Wettbewerbsabteilung, die die Stadt genauso bearbeitet wie das Museum, was wir eigentlich nicht machen, aber den Wohnungsbau und so weiter, sondern wir versuchen, die unterschiedlichen Kompetenzen für die Projekte zusammenzuziehen. Und wir arbeiten basisdemokratisch, also sehr diskursiv. Unsere Vorstellungen von zukünftiger Architektur und Stadtplanung zielen aber nicht nur darauf, negative Umwelteinflüsse zu vermeiden, sondern vielmehr darauf, die positiven Effekte auf das Lebensumwelt zu maximieren. Vergleichbar mit einem Ökosystem lebt die gebaute Umwelt von der Interaktion der vielen Teilnehmer, der Orte und natürlich auch der Akteure. Und die Gestaltung und die Steuerung dieses Systems sollte also eine ganzheitliche Herangehensweise bedürfen, wofür wir 5 Schlüsselaspekte aufgestellt haben. Der ökologische Aspekt, den brauche ich nicht weiter erwähnen, der ist allen bekannt. Der ökonomische, für uns relativ wichtig, dass es dann, wenn man über Wachstum spricht, über qualitatives Wachstum spricht, also Lebensqualität und nicht Lebensqualität, die über Shopping definiert wird. Die Gesellschaft, Zugang, Interaktion, Partizipation für jeden. Dann der kulturelle Teil, für uns sehr wichtig, die kulturelle Identität zu fördern. Also nicht nur um ein Zugehörigkeitsgefühl zu entwickeln, sondern auch um ein Verantwortungsbewusstsein der Menschen zu entwickeln. Und der 5. Punkt, die Ästhetik, da sehen wir das große Potenzial, über ästhetisch wertvolles Gestalten, über ein rationales Verständnis hinaus, die Menschen emotional mitzunehmen. Das heißt, mitzunehmen, Sie hatten das gerade gesagt, das ist das komische Wort, aber ein Bewusstsein dafür zu schaffen, für die Belange der Umwelt, auch wenn man sie vielleicht nicht unbedingt versteht. Die Arbeitsfelder, Stadtentwicklung, sicherlich der Ausgang jeglichen Agierens in allen Maßstäben. Dann Bauten für die Wissensgesellschaft, wie wir es nennen, Schulen, Bibliotheken, aber am besten Hybride, also mehrere Funktionen, die sich ergänzen können, und Wohnen. Jetzt will ich versuchen, ganz kurz anhand von 3 Projekten stichwortartig zu erklären, wie wir versuchen, dieses Mindset an Projekten umzusetzen. Bei der Martin-Luther-Schule haben wir es versucht, die Ansprüche an eine energie- und ressourcensparende Architektur sinnlich und sinnhaft zu vermitteln und programmatisch zu kombinieren oder zu integrieren. Aufgrund eines frühen Einbeziehens oder Zusammenarbeit mit Transolar war es uns dann auch möglich, über ein absolutes Low-Tech-Verfahren ein Gebäude zu entwickeln, was kein Lüftungssystem brauchte. Die Solarkamine sorgen für die natürliche Ventilation in dem Gebäude und kühlen über Nacht. Und wir sind der Meinung, dass die Architektur durch das frühzeitige Integrieren dieser Solarkamine auch an Ausdruckskraft gewinnt. Und zusätzlich ist es möglich gewesen, die Selbstlernbereiche mit einer doppelten Raumhöhe auszustatten und ein gutes Tageslicht zu ermöglichen, was dazu natürlich dem Ort eine besondere Bedeutung verleiht. Ein Beitrag für das Olympische Dorf 2018 in München. Auch hier stand für uns von Anfang an fest, dass wir uns von den energetischen und ressourcenschonenden Maßnahmen inspirieren lassen wollen
dann mit den programmatischen Anforderungen kombinieren. Wir haben also Stadtblöcke, die relativ dicht sind, entwickelt, die ein Cluster bilden und relativ schlecht belichtet sind, wenn man sie normalerweise in der Stadt hat. Wir haben sie dann gedreht und durch die Abschrägung der Dächer haben wir nicht nur solaroptimierte Flächen geschaffen, sondern haben auch unterschiedlichste Wohnungstypen dadurch generieren können, die einen großen Mix bereitstellen, was für uns ein ganz wichtiger Bestandteil des städtischen Zusammenlebens ist, und auch einfach, glaube ich, sehr schöne Dachterrassen sind dabei rausgekommen und Loftwohnungen. Das letzte Projekt, Querkräfte, Nutzungskonzept für Flughafen Tegel, ein Werkstattverfahren, was die Senatsverwaltung in Berlin ausgelobt hat. Es ist, glaube ich, offensichtlich, wenn man sich die Finanzkrise anschaut, die Atomkraftsituation, also die Atomkraft oder auch Stuttgart 21, dass die großen Entscheidungen nicht mehr nur von der Politik getroffen werden, sondern die Bürger müssen daran beteiligt sein und aktiv in diesen Prozess integriert, haben wir ja auch schon gehört. Gleichzeitig scheint es unserer Meinung nach aber auch das Bedürfnis nach einer Vision zu geben. Die Leute wollen ein Ziel vor Augen haben. Doch diese Vision, die alles löst, gibt es nicht. Planung wird also zukünftig mehr auf die nicht auf die Formulierung eines Planungsziels ausgehen, sondern auf die Visualisierung mehrerer Zukunftsoptionen, mithilfe derer man dann abwägen kann, welchen Weg man geht. Die von uns erarbeiteten Szenarien sind im Endeffekt 41 Projektideen gewesen, nicht wie Tegel sich entwickeln soll, sondern wie Tegel sich entwickeln könnte. Und natürlich auch zeigen wir dadurch auf, was negative Maßnahmen hinterher für Outputs haben können. Das waren dann ganz kleine Stichproben, zum Beispiel die Empowerment Hubs in Form von einem sozialen Hub, einem Knowledge Hub, einem Health Hub, dass die Leute die Möglichkeit haben, diese öffentlichen Orte, wie wir sie entwickelt haben, in Anspruch zu nehmen, dort zu arbeiten, dort Zeit zu verbringen und aktiv dran an der Gesellschaft teilzuhaben. Das nächste, eine Reaktion auf das Tegelgebäude, was energetisch eigentlich eine Katastrophe ist, aber aufgrund der Bedeutung des Gebäudes natürlich erhalten werden muss, aber unserer Meinung nach es kein Weg sein kann, dort so viel Energie reinzupumpen, dass man es benutzen kann, dass es behaglich ist, ohne es zu dämmen, was natürlich auch keine wirkliche Option ist bei so einem Bauwerk. Und so gesehen haben wir nach Lösungen gesucht, die man dort einbauen könnte, die mit der Situation gut auskämen. Oder einfach mal den großen Freiraum als Ressource sehen und nichts machen. Einfach mal die wahre Größe zu nutzen, um vielleicht Visionen zu entwickeln oder Gedankenspiele zu entwickeln und darauf zu warten, dass vielleicht in Zukunft, in 20 Jahren, in 50 Jahren, in 100 Jahren vielleicht wirklich der Bedarf besteht, die große Fläche zu nutzen und dann sie auch erst zu beplanen. Das überspringe ich jetzt. Und ich wurde noch gefragt, was die Probleme des Praktischen sind. Und deswegen gehe ich noch kurz auf das Scheitern ein. Wir scheitern sehr oft an der vermeintlichen Wertlosigkeit von Ideen. Wir scheitern sehr oft an dem Verlangen nach Solidität oder aufgrund des Sicherheitsbedürfnisses der Auslober bzw. der Beauftragenden. Wir scheitern aber auch an dem wiederkehrenden Versuch, uns als Randerscheinung der Architekturszene abzustempeln, obwohl wir eigentlich mittendrin mitspielen möchten. Und meistens oftmals scheitern wir auch an dem Unverständnis für unsere Arbeitsweise und manchmal auch am eigenen Anspruch an uns selbst. Vielen Dank. Auch bevor wir zum nächsten kommen, ganz kurz eine Frage an Sie. Haben Sie mit Kollegen schon mal darüber geredet, warum Sie an den Rand drücken und Sie selber weitermachen wie bisher? Ja, sehr oft sogar. Interessant, also an den Rand der Architekturszene in dem Sinne, oder ich glaube, dass es daher kommt, dass Architektur immer noch mit dem Bauen verbunden wird, und zwar zu 99,9%. Und viele Projekte, die wir machen, die sich damit auseinandersetzen, wie die Gesellschaft die Stadt benutzt, wir arbeiten ja im Prinzip auch in Leistungsphase 0, bevor es überhaupt losgeht.
Dadurch werden wir dann oft in die, ja, an den Rand gedrängt. Danke. Xavi, your turn. Well, thank you very much. I want to tell you first a little bit about what ICLEI is. ICLEI is, for those of you who don't know, the International Council on Local Environmental Initiatives. And like the Lord Mayor, when I was in office, I served on the executive committee. We have about 600 cities and counties in the United States, which is about half of the global membership for ICLEI. One of the concerns and challenges we have in the United States is that we are called ICLEI, which in English, the iteration is not so good. We prefer it here in Europe where they say ICLEI, then we sound palatable and something that we might like to eat and enjoy it at, for dinner. My hometown is Albuquerque. It's a population of about 530,000 people, and is regularly named as one of the greenest cities in the United States. And I just left office a year ago after 12 years in office. So, Lord Mayor, when you're done, this is what you will look like after you have done a good job. Yes. Yeah, it could be worse. Yes. As we say, we're vertical at least. That's a good start. Oliver, I felt bad when the question about practitioners and versus academics and policymakers. I was at a conference not long ago at MIT of some extraordinarily intelligent thinkers. I understood every third word that I heard. But the basic complaint was of the academics was that the elected officials just don't understand us. They just don't listen to us. And if they really understood us, everything would be okay. And then, of course, the policymakers got up and said, if you had something to say that was worthwhile, that had meaning in my life day-to-day making decisions, then maybe we would have common ground. And I suspect the truth is on all sides of that equation. Normally, we'd be doing what Frank looked at. I thought that was an extraordinary slide in the first session on the Futurama. You have these every decade or so conferences on what the future will look like 10, 20, 50, 100 years, dream whatever future you might. But I think that the conversation now is very much governed by two dynamics that prevent us from having some of the other conversations that we might like to have on this. And bear with me, let's see if I get this right. One, of course, is population. The population is exploding globally. And it's not just the fact of having a lot of people, but the demand for scarce resource. So when we talk about sustainability in the Western context, well, that doesn't perhaps fit in a context on a global scale. And it may not be that we can sustain our quality of life, our lifestyles, in a manner that is going to be consistent for the future and see the developing nations rise to our level. There may be some balancing out in that process, and that's going to be a tremendous challenge. The second is this, and of course, I think I'm talking to the choir on this, but this is a picture I took 4 weeks ago in Antarctica with my iPhone. It cost about $400 on my AT&T data plan to send it back to the United States. But that is a piece of the Larsen B, which disintegrated just about 10 years ago over the space of about 60 days. And so when we have these conversations, I think it's always good to understand and recognize that there is an imperative, an environmental imperative that's about us and that has to infuse all of the dialogue in the conversation and inform it as well. I was struck by the question earlier from the audience, and no disrespect to the questioner because I did not see whoever it was that made asked the question that well, can't we do something or should we do something to halt the progress of urbanization and people coming to the cities? And I would suggest that is about as practical as counting the sands in the beach or the number of waves that strike across the beach through a day. It's not weather, but how we're going to address density and urbanization. Even in China, which is extraordinarily authoritarian, as I think we all agree, they have quotas as to how many people can come into the urban areas. It's not working well for them. I would suggest that in a democratic, open and transparent process, that it's not going to work any better for us as well. So the question is how we're going to address our densification and the new urbanization. At ICLEI, we believe that is about local government, that we have a very important role. And of course, I am somewhat USA-centric.
It's because that's why I'm here today. But a lot of what we do at ICLEI is because of the failure of the national government to address the challenges that we think are extraordinarily important of sustainability, of addressing climate change, reducing our energy use, reducing our carbon footprint. But we also recognize at ICLEI that local governments have a role to play regardless, even when the national governments are performing well. It is a partnership, and mayors make an extraordinary difference. The decline of social networks, the traditional family, is one we can bemoan, and I hope there are people out there working to strengthen families. But the reality is what mayors are confronted with every day, and that is changing families. Some fragmented, you just don't know what a family looks like anymore, but that's what presents at City Hall to the mayor on a daily basis. And so how do we bring people along, which was one of the questions. I don't believe in the triangle, and I felt a little bit bad for the presentation this morning because I think mayors should be close to their business leaders. I like business people. In my community, they create jobs and they employ people, and that solves so many problems when people are working that I have to solve otherwise, and the government is not really well equipped to solve. But it's not just academia, it's not just politicians, and it's not just business. Where mayors are unique and local government is unique is that we intersect with the social aspect, with the public as well. And that's what Christina was talking about in part this morning, too, and that is mayors are the brokers. Local governments and the councils, whatever form they may have, are the brokers through which the public can express themselves. And in that process, which I think is a very transparent process, the community moves forward. So if you leave the public out in this day and age, it's not going to work. And I think as we look outside the boundaries of a Western society, we'll see that that's going to be increasingly true. And I hope that Mr. Cristanz is correct, that the capitalism cannot exist free of democracy at some point in the Eastern nations, who seem to be doing so well from a capitalist perspective. Within the United States, and I think this is true globally, and I'll close with this, one size does not fit all. It simply does not. Even within the U.S., and I don't know how many of you have been to the southwest part of the United States where I come from. I know that on a regular basis we hear the German language spoken in New Mexico, in my home state of New Mexico, because many come to see cowboys and Indians. And we have cowboys and Indians, but it's not the dominant theme for the future as the state moves forward to address climate change and sustainability and economic prosperity. But please come anyway and spend the money, as any mayor would tell you. But I never fault local officials for making decisions based on what they know. And if land is infinite, if gas is cheap, I know that's a very vague, distant memory here, and if resources are infinite, well, then sprawl makes sense. It does. If everyone can have so much land and gas is cheap, and you know, that's what we do. Where I fault local officials is when you know that things are different, that resources are scarce, that we have a global population that has demand for quality of life and it has aspirations toward a higher quality of life, well, then the decisions have to change. And I think that's one of the important things that you're doing here this week around these issues. I don't think that we will change human nature. That's always the only chance. If we could just get people to think a little bit differently, and how can we just get the message across to them? People are people, and change is incremental. At least human nature doesn't change substantially one generation from the next. So I think we have to put that into the equation, too. How do we put all of that together? So then I will close with this picture. Well, here's one. And I think this is important for anyone that's familiar with United States politics, because we still have a substantial population that doesn't believe that climate change is real. But we think that energy independence, the preservation of rainforest, sustainability, green jobs, livable cities, clean water, healthy children is an important outcome as well. And if we save the planet in the process, that's a job well done. And close with this. This is my hometown of Albuquerque, and I only show it because I can. Vielen Dank. Ich hätte eine
kurze Nachfrage. Sie haben gesagt, es passt nicht, es gibt sozusagen kein Rezept für alle. Welche Rolle spielt Ihrer Meinung nach? Oh. Sie haben gesagt, es gibt kein Rezept für alle. Welche Rolle spielt die Größenordnung einer Stadt, einer Gemeinde? Auch Ihre Stadt ist, sag ich mal, mittlere Größe. Welche politische Verfassung oder Größenordnung ist handhabbar und wo muss man sozusagen über Unterteilungen nachdenken? Haben Sie damit Erfahrung? So the mayor of Mexico City always laughs about my hometown and says it's a neighborhood, which is small indeed. I don't know what he would say about Freiburg. Say it was another neighborhood next to the other neighborhood. What I find is that, of course, one size doesn't fit all, but there's a remarkable suite of best practices that can be borrowed, adapted, and made purposeful and meaningful. Walking down the street, I saw a car plugged into an outlet. Now, I think that's probably the only one in the neighborhood, but I think in about 3 years, there'll be more. And that's a practice that a mayor or other person who's a thoughtful person will take back. And so it doesn't matter whether it's New York City, whether it's Delhi, where they've converted all of their taxis to alternative fuel. There are best practices that can be shared. And then I think there's also tremendous benefit from just from common understanding, understanding ourselves as human beings and people that want the best for our families and our neighbors. Mm-hmm. Danke. Jetzt, Frau Franke. Hello. Fabienne and I will divide the presentation. I will present and Fabienne will answer the hard question. Now we will share with you the São Paulo case in the housing policy. It's totally a little different from the European series case, but I think it's interesting to compare the different experience. São Paulo has now in this 20,000 year 11 million people. It's a big city, one of the most big cities in the world. And we have this problem in the city, this precarious settlements. The precarious settlements, as you could see, are in the vulnerable areas, environmental vulnerable areas, in the water sources areas, in protected environmental areas, in the peripheral parts of the city. And you need to work with this challenge. This is the biggest challenge for us, the people living in the vulnerable areas. And you could move people from the other areas. This is the number that we challenge. We have 3 million people living in the vulnerable areas. These people are very poor, very social vulnerable. Families live on up to 3 minimum salaries. Families in state of poverty is in turn of 60%. So it's very difficult to work with the families in this case. This is the biggest famous case in São Paulo. It's the second largest slum in São Paulo. The name is Paraisópolis. And very interesting because it's near the richest neighbor in the city. So the idea of the richest people that live in the neighborhood is to move the people, the poor people, to the other part of the city. At the same time, the poor people don't agree with this idea and they
they prefer to live where they live. And the most interesting thing is that they are very integrated, because 80% of the people that live in Paris Ops work in the rich neighborhood, like maid, gardener, etc. So we are working in the slum upgrading. Paris Ops today has 6,000 people living in. This is the policy that we adopted in the housing secretary. This is the concept that we adopt to integrate the legal and the legal and the formal city. It's our challenge to the 2050 to integrate all the legal and all the informal 3 million people to the formal city. But the first objective of this policy is to provide the infrastructure, of course, is too easy to provide sewage networks, etc., etc. But the most important for us is to connect the two parts of the city, because it's not so simple to connect rich and poor areas of the city. This is the best part of the work. We understand that to connect that, it's important to build quality public spaces, because as Cecilia told us this morning, now the life in the city, for life in the city, public space is very important in the end, in the poor areas, it's more important. And to dilute the urban and symbolic boundaries between formal settlements and the formal city, and to improve informal settlements to open up the possibilities of equality within the city. And of course, for us in São Paulo, it's important to reinforce the status of the city as a space of democratic and our coexistence. Of course, we in São Paulo and Brazil, we are a very new democracy. The democracy returned to Brazil in the 80s. So for us, this is so important. And I'm showing now some little examples as we act in Paraisópolis to construct this public space and to construct some kind of life in to connect the slum with the some aspects of the formal city. It's a public leisure area where people could buy things, stay, see the moves, etc. And the photo how the people of that live in slum use the space and very happy with the new public space. And that the idea is to show us architecture and urbanism are very important in this policy, the housing policy in São Paulo. Okay. Thank you. Thank you very much. Vielen Dank. Ich habe auch an Sie eine Frage, die mir so gekommen ist. Die Architekten und Stadtplaner, mit denen Sie zusammenarbeiten, die sind ja vom Berufswegen für Planen und Ordnen. Tun die sich besonders schwer mit bei der Umsetzung ihrer Ansätze? Ist sozusagen der Architekt und der Stadtplaner eigentlich der Falsche, um die richtige Transformation zu begleiten? Zu kompliziert? Oh, at the first time, it's not so simple to put the ideas in practice, but after we are working this housing policy since 2005,
Nowadays, I think the politicians like the work, and the most important is that the population that live in the slums, now we have more than 200 interventions, they like a lot and they compete with each other for the architects, and now I think the architects and urbanists are incorporated in the day and the life day of the this work. So I think we now win a part of the war. Was ist Ihr Beruf, Frau Franke? Sorry. What's your profession? I am architect. Architect. Sorry. Wir haben jetzt aus unterschiedlicher Sicht sehr viel über ja eigentlich demokratische Prozesse und die Mitwirkung all derjenigen, die auch auf dem Weg sind und diejenigen, die von Veränderungen besonders betroffen sind, gehört. Wir alle wissen, dass sich die wohlhabenden Bürgerinnen und Bürger sehr wohl von den Folgen von Klimawandel und politischen Unruhen zumindest abgrenzen können und dass besonders die arme Bevölkerung von den Folgen von Klimawandel in den Städten betroffen sein wird. Denn sie können nicht fliehen, sie sind abhängig von Erreichbarkeit, das haben wir bei Ihnen besonders gehört, sie sind abhängig von den Kosten der Infrastruktur. Sie sind abhängig von erreichbarer Arbeit. Mich würde einmal hier an dem Tisch von allen interessieren, wie Sie denn einschätzen, dass Sie zum einen sozusagen diejenigen erreichen, die sehr handlungsfähig sind in der Stadt, also die wirtschaftlich an der Stadt Interessierten, wobei es da ja auch noch die Schwierigkeit gibt, diejenigen zu erreichen, die in der Stadt zwar handeln, aber in der Stadt nicht sind, sondern irgendwie hunderte von Kilometern anderswo. Ich denke, trotzdem geht es darum, wie erreiche ich diejenigen, die die Stadt massiv beeinflussen? Und auf der anderen Seite, wie erreichen wir diejenigen, wie erreichen Sie jeweils bei Ihrer Arbeit diejenigen, die in Wahrheit besonders betroffen sind, aber besonders wenig Zeit haben, an Partizipationsprozessen mitzuwirken, weil sie arbeiten müssen, weil sie vielleicht auch noch für ein Kind sorgen müssen, weil sie gegebenenfalls zwei Jobs haben, also zeitarm, aber besonders sozusagen abhängig von Entscheidungen, von allgemein getroffenen Entscheidungen. Machen wir es der Reihe nach. Herr Salomon, fangen Sie an. Also das ist eine ganz schwierige Frage und diese Frage wird wahrscheinlich in, ich glaube, da muss man hier mal raus. Die wird man in São Paulo völlig anders beantworten müssen, als man die in Freiburg beantwortet oder in Albuquerque, weil es ganz unterschiedliche Kulturen sind und weil auch in São Paulo, das ist ja das Problem, was wir gerade gehört haben, arm und reich ganz anders auseinanderfällt, als es in deutschen Städten der Fall ist. Auch wenn es in deutschen Städten Unterschiede gibt, kann man das nicht vergleichen, glaube ich, mit São Paulo. Dass Partizipation von zwei Dingen abhängt in ganz entscheidendem Maße, nämlich von dem Interesse und der Information, die jemand hat über Dinge, also im Prinzip von Bildung als Voraussetzung und zum Zweiten in starkem Maße natürlich auch von Zeit, die zur Verfügung steht,
Das ist völlig klar. Und von daher ist Partizipation auch in Freiburg das, ich sage jetzt mal, relativ egalitär ist, obwohl es natürlich auch in Freiburg soziale Brennpunkte gibt, aber es ist trotzdem eine Gesellschaft, die trotz allem relativ homogen ist, gibt es natürlich große Unterschiede, wer sich an solchen Prozessen beteiligt. Und Beteiligung ist, das muss man, glaube ich, ganz hart sagen, ist ein Mittelschichtphänomen, was vielfach Betroffenheit voraussetzt, aber nicht zwangsläufig. Großes Interesse an Dingen, politisches Interesse, muss ja nicht heißen, dass man zwangsläufig selber von den Entwicklungen betroffen ist, sondern man fühlt sich als Staatsbürger, als Citoyen sozusagen für das Allgemeine zuständig und engagiert sich aus Verantwortung raus. Man muss nicht unbedingt betroffen sein, aber man fühlt sich auch verantwortlich. Das ist, glaube ich, Voraussetzung für Engagement. Und das zweite Voraussetzung ist, dass man auch die Zeit, also wenn man drei Jobs nebenher hat oder wenn man einen vollen Job hat, alleinerziehend ist und zwei Kinder noch zu versorgen hat, wird man wahrscheinlich nicht dreimal die Woche abends Zeit haben, auf irgendwelchen Plenarsitzungen zu sein. Und das machen ja manche Leute, wenn sie Baugruppen machen und nicht alle erreichen das Ziel, weil sie vorher alle viel zu frustriert, entnervt und so weiter sind. Das ist aber das Problem von Politik überhaupt, also auch von Parteienpolitik. Und wer wie ich 30 Jahre in der Partei dabei ist, der weiß schon, welche Frustrationstoleranz man braucht, um da dauerhaft mitmachen zu können. Und deshalb entscheiden sich ja viele Leute so, für Projekte mitzumachen, wo klar ist, da kann man sich eine Zeit lang engagieren, da ist das Ende absehbar und man hat auch eine gewisse Chance, dass man erfolgreich sein kann. Also ich glaube, die Dosis, mit der man sich da auf das Engagement einlässt, die ist jeweils unterschiedlich, das muss auch nicht schlecht sein. Und wir haben ja bei der Mülltrennung in Deutschland gelernt, dass über die Kinder die Eltern auch erreichbar sind, auch die zeitarmen Eltern. Das stimmt, aber da kann ich jetzt wenig damit anfangen. Ich stehe jetzt gerade auf dem Schlauch, wenn ich darauf antworten soll. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass über Kindergarten und Schule Prozesse von Interesse oder von gerade im Bereich der klimatischen oder auch sozialen Bedingungen angestoßen werden, die wir von der anderen Seite aus nicht anstoßen können. Und dass dies natürlich wieder Städte tun können, auch ohne dass es große Partizipationsanstrengungen gibt, weil das eine politische Agenda ist. Gut, aber das ist eine, da haben Sie völlig recht, aber das habe ich jetzt in dem Zusammenhang wirklich nicht begriffen. Bildung ist der Schlüssel nicht zu allem, aber zu den allermeisten Dingen. Und je früher das losgeht, desto besser ist es. Und insofern können Kinder auch ihre Eltern erziehen. Es ist nicht immer eine Einbahnstraße, da haben Sie völlig recht. Ja. Wie erreichen Sie in Ihren Konzepten unterschiedliche Gruppen? Das kommt sicherlich darauf an, wer der Auftraggeber ist, da Sie in den seltensten Fällen selbst initiiert sind. So gesehen fällt mir das jetzt schwer, darauf zu antworten. Es ist natürlich so, dass wir haben Prozesse, da geht es um Umgestaltung von Straßenräumen. Da werden dann natürlich die Anlieger direkt mit einbezogen, auch in den Gestaltungsprozess. Wir machen Workshops und moderieren die. Und da hat man dann einen direkten Zugang zu den Leuten, die nicht unbedingt dafür bezahlen. Das ist dann eigentlich aber die Ausnahme. Normalerweise ist es bei uns schon so, dass der Kunde kommt und sagt, jetzt mach mal. Und in dem Fall von dem Tegel-Projekt können wir auch sagen, dass es nicht unbedingt die beste Erfahrung war. Also wir haben viele Vorschläge gemacht, wie man die Leute mit einbeziehen sollte. Wir haben uns eigentlich dagegen gewehrt, eine Planung vorzunehmen, weil eigentlich kein wirklicher Bedarf besteht. Und sind da aber leider nicht wirklich weitergekommen. Und somit waren wir dann ein Projekt unter ferner Liefen wahrscheinlich. Ultimately, you have to find where people intersect in their lives, where policy impacts them. I,
I can't imagine going into some neighborhoods across our membership in the United States, or less affluent neighborhoods, and really talking seriously about the science of climate change and why this is really important when mom and dad, if they're both, are looking for a job, trying to figure out how to put food on a child's table. Then the conversation has to be, well, what about that? And that's how you get people involved. And it may be through the children, via the school. It may be through, if there's work, through the workplace. It may be because there's a need for a park in the neighborhood, and that brings people out. Or because somebody proposes to put something in the neighborhood that the neighborhood does not want. But whatever sparks that conversation and that public involvement is a positive thing. And one of the things we do at ICLEI is provide a process for climate action plans, for example. And you can't have a climate action plan, I contend, for any local community that does not involve public dialogue, public discourse. And they're the most painful things I've ever attended. Democracy is very difficult. And lest you feel sorry for elected officials, nobody ever twists elected officials' arms to run for office. They run willingly, freely, because they have a passion to serve around ideas or issues. But it's not easy to listen to the same thing night after night after night after night. But it's important. It's important to the process, and at the end of it, the thoughtful leaders step back and go, I have a better product because I've done that, because I've reached out to find out where people live and intersect them in their lives. Haben Sie jemals sozusagen über den Arbeitsplatz Menschen versucht zu erreichen? Also well, über Firmen? Absolutely. There's... Anytime you can find a confluence between what people are paid to do and to listen to a message, they listen better when they're getting paid to listen. So this is good. Al Gore once said, it's very difficult to change someone's opinion when they're paid to have a different opinion. Gut, ich werde die Gelegenheit nutzen, Sie mit meinem Schweizer Akzent zu unterhalten. Also zunächst, bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich noch sagen, dass ich vielleicht im Gegensatz zu vielen Leuten hier im Raum nicht glaube, dass der Klimawandel das Hauptproblem ist, dass die Welt, ich will nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, aber ich glaube, der größte Challenge in den nächsten Jahren, Jahrzehnten ist der Gap, also der gewaltiger Unterschied zwischen Arm und Reich. Und ich glaube, diese Herausforderung ist ungleich viel größer als die Klimaherausforderung. Dass die Klimaherausforderung, der Klimawandel, die Umweltprobleme eng damit zusammenhängen, liegt natürlich auf der Hand. Aber trotzdem, ich glaube, das ist auch wichtig zu wissen, vielleicht um auch dann meine Antwort jetzt ein bisschen vielleicht besser zu verstehen. Also wie erreichen wir die Menschen? Sao Paulo ist eine offensichtlich sehr, sehr große Stadt und wir haben richtige Probleme. Wir haben gewaltige Probleme zum Lösen. Die richtigen Lösungen brauchen, die auch gleich umgesetzt werden können. Wie erreichen wir die Leute damit? Die Frage ist nun, welche Leute? Zum Beispiel die Mittelklasse, die Gott sei Dank am Wachsen ist, was mit dem wirtschaftlichen Boom zusammenhängt, aber jetzt die Mittelklasse, die seit Generationen der Mittelklasse, sogar der Oberschicht angehört, die waren noch nie in einer Favela. Die wissen, wie sie aus den Medien, was das ist. Ich habe nur Freunde, natürlich Bekannte aus der Mittelschicht, und wenn ich ihnen sage, was meine Arbeit ist und dass ich dazu noch im Stadtzentrum wohne, dann schauen die mich mit solchen Augen an. Also was ist das, oder? Also wie erreichen wir die? Wir geben in Sao Paulo 4% des städtischen Budgets, was sehr viel ist. 4% fließt in das sogenannte Slum Upgrading. Ich verachte dieses Wort, aber das ist offiziell der Ausdruck. Also in die Aufwertung der Favela, das ist sehr viel Geld. Also die Aufmerksamkeit ist da, es ist auf der Agenda offensichtlich.
Aber die Mittelklasse wirklich zu erreichen, für das Problem zu sensibilisieren, ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, die damit zusammenhängt, dass eben der Gap zwischen diesen sozialen Klassen einfach riesig ist, obwohl wir alle dieselbe Stadt teilen. Also das ist eine Erreichbarkeit. Ja. Wir haben auch sehr viele sehr reiche Leute. Es gibt unglaublich, unglaublich reiche Leute in Sao Paulo, das muss man auch wissen. Also die Kontraste sind gewaltig. Dann, wie erreichen wir unsere Kunden, wie wir sagen, also die Leute, die in Favelas leben, die erreichen wir sehr gut, weil das politische Bewusstsein dieser Bevölkerung ist sehr, sehr hoch und die rennen uns auch teilweise fast die Türen ein. Also da muss man das Bewusstsein, die Partizipationsbewusstsein erst überhaupt nicht wecken. Und es funktioniert auch innerhalb der Favela meistens sehr gut, weil die wählen auch ihre Vertreter, mit denen wir dann regelmäßig kommunizieren. Also in Paraisopolis, wir haben die Bilder gesehen, da haben wir pro Jahr rund 1000 Sitzungen. Und wie das auch Herr Chavez gesagt hat, das ist dann auch sehr anstrengend, es ist sehr hart, weil man immer wieder auch dasselbe hört, natürlich. Und die Leute auch sehr stark, man kann es ihnen nicht vergelten, auf ihr eigenes Haus fokussiert sind. Ich arbeite nun, ich persönlich jetzt innerhalb von Serb mit Becci, mehr in städtebaulichen Projekten, also eher im Nachbarschaftsmaßstab. Und da ist es dann auch die Schwierigkeit, eher die Leute für die Vision, was heißt Vision, einfach für den ganzen Plan zu gewinnen. Es ist dann immer die Frage, ja, wo ist mein Haus, was geschieht mit meinem Haus? Ich glaube, das ist eine andere Problematik vielleicht der Erreichbarkeit. Und das Nächste ist das, was Sie schon gefragt haben, Frau Thalgott, auch mit den Architekten und den Planern, oder? Es ist nun so, dass... ich bin Schweizerin, so wie wir hier leben, das ist einfach die absolute Minderheit der Welt. Die Mehrheit lebt, wie es Becci vorhin gezeigt hat, oder noch schlechter. Also ich meine, Sao Paulo, es hat schon ein gewisses Level auch erreicht, aber alle Architekten und Stadtplaner arbeiten natürlich nicht damit, sondern mit der offiziellen, mit der Formalstadt, also mit dem, was wir hier draußen sehen. Also die Frage ist auch, wie wir Leute dazu bringen, also nicht Leute, Architekten und Planer. Ich glaube, vor allem auch Städtebauer wären wichtig, eben nicht nur Architekten, die mehr diese Objektsicht auch haben. Wie bringen wir sie dazu, sich für Favelas oder einfach generell mit diesen Wohn- und Lebensumständen zu beschäftigen? Weil auch wenn wir haben, Sao Paulo ist reicher als viele andere Städte, aber die Budgets sind sehr, sehr limitiert. Das heißt, das Salär ist auch relativ schlecht. Also wie bringen wir die Leute dazu, auch sich dafür zu interessieren? Vielen Dank. Ich würde noch eine fachliche Frage anschließen wollen, die mich ein bisschen umtreibt seit heute Morgen hier. Kann es sein, dass unsere Ausbildung, die so stark auf die europäische Stadt abstellt, auf dieses perfekte Bild von bürgerschaftlichem Miteinander, mehr oder weniger, aber natürlich schon, was hinter unserem Stadtbild steht, dass die Ausbildung an und auf dieses Stadtbild hin eigentlich die Sicht für die Probleme in der Welt verstellt und auch die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten. Herr Seidel. Du. Also es wäre sicherlich die falsche Ausbildung, wenn ich mir jetzt anmaßen würde, nach Sao Paulo zu gehen und dort zu versuchen, das zu verbessern, die Situation. Sie könnten ja statt nach Tegel mal in Wedding gehen. Das würde ich mir noch zutrauen. Also, aber nochmal, um darauf zurückzukommen, was Sie gefragt haben.
Ich glaube schon, dass es nach wie vor extrem wichtig ist, sich auch in Deutschland mit der deutschen Stadt oder der europäischen Stadt auseinanderzusetzen, weil wir ja nun natürlich nicht vergleichbare Probleme haben, aber innerhalb der Gesellschaft gibt es ja auch Probleme. Und es ist ja offensichtlich, dass da auch die Stadt einen Großteil zu beitragen kann. Und dementsprechend müssen da neue Entwicklungen stattfinden. Und dementsprechend kann es ja nicht sein, dass man sich auf alte Muster besinnt, wie die steinerne Stadt in Berlin, wie es ja nun gerade hier auch praktiziert wurde. Da kann man ja ziemlich gut erkennen, dass es der Stadt nicht zuträglich ist, wenn es darum geht, dass sozialer Zusammenhalt bestehen bleiben soll, beziehungsweise befördert werden soll. Das habe ich ja versucht, in meinem Eingangsstatement zum Ausdruck zu bringen, dass man natürlich nicht glauben kann, dass eigentlich so eine winzig kleine Stadt wie Freiburg im globalen Maßstab für alle Städte passende Antworten hat. Das ist absurd. Also ich meine, wenn wir versuchen, unsere Häuser zu isolieren und zu dämmen, dann ist es in Sao Paulo sowieso schon ein Blödsinn, weil sie völlig andere klimatische Bedingungen haben. Ihr Problem ist nicht, dass sie zu viel heizen müssen, sondern eher wahrscheinlich, wie sie irgendwie Kühlung kriegen. Und das Problem ist wahrscheinlich in Sao Paulo, sowohl in den Favelas als auch in der Stadt, ist erstmal ein Verkehrsproblem, wenn ich jetzt architektonisch denke, wie man vernünftige Verkehrsinfrastruktur macht oder wie man Häuser baut, die Menschen bezahlen können. Das ist doch wahrscheinlich erst, das sind die vorgelagerten Probleme. Aber ich rede natürlich jetzt wie der Blinde von der Farbe, ich war da noch nie. Also insofern kann ich auch nicht jetzt kompetent über die Probleme von Sao Paulo reden. Ich vermute die mehr, als dass ich sie weiß. Herr Salomon, ich habe eigentlich vielleicht Sie eher als Oberbürgermeister einer Stadt angesprochen hier. Glauben Sie, dass die Ausbildung, die unsere Architekten und Städtebauer haben, sozusagen richtig auf die Fragen vorbereitet, egal ob Sie die jetzt haben oder die in Sao Paulo sind oder in anderen Städten? Das war meine Frage dahinter. Und Sie haben ja nur viel mit unsereinem zu tun. Ja. Ja. Also ich kann es mir jetzt schwer und ich kann es mir einfach machen. Und man sollte als Oberbürgermeister nicht auf Architekten schimpfen. Aber meine Erfahrung ist, dass Architekten und Stadtplaner genauso gut und schlecht sind wie Politiker oder Malermeister oder Ingenieure. Es gibt welche, die sind großartig, ästhetisch großartig. Es gibt welche, die bauen aus sozialer Verantwortung raus, andere bauen aus ökologischer Verantwortung raus. Es gibt welche, die denken integriert, es gibt welche, die denken borniert und völlig isoliert. Ich glaube, dass man Stadtplaner und Architekten nicht allein lassen darf, dass integrierte Stadtplanung eigentlich eine Aufgabe ist, die auch zusammen mit den Sozialbehörden, die zusammen mit den Bildungsbehörden nur funktionieren kann. Wenn wir unsere Stadtteilentwicklungspläne machen, darüber habe ich noch nicht geredet, das sind so, dann sind es im Prinzip Workshops mit Leuten aus dem Stadtviertel, die genau wissen, wo die Probleme im Kindergartenbereich sind, im Verkehrsbereich sind, die Schulsituation, die genau die Brennpunkte im Stadtteil wissen und die auch wissen, die auch Wünsche haben, was denn geändert werden soll und die dann miteinander mit den Stadtplanern und den Leuten aus unseren Behörden diskutieren und dann einen Plan erarbeiten. Dieser Plan ist dann nicht verbindlich, aber wenn der Gemeinderat das im Grundsatz absegnet, dann hat er so eine Art Agenda, die er dann abarbeiten muss. Ich glaube, nur so wird da was draus, weil weder die Leute aus dem Bildungsbereich, noch die aus dem Sozialbereich, noch die Stadtplaner, noch die Architekten haben von ihrer Ausbildung her, das kann man ja auch niemandem vorwerfen und Politikern geht es ja auch nicht anders, die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern das geht einfach nur, indem man die unterschiedlichen Aspekte, die ein Gemeinwesen ausmachen, zusammenbringt und dann eine integrierte Planung macht. Well, I'd like first to be go on record as saying that everyone should get a pay raise, planners included. This should be a raise your hand if you don't want a pay raise. But I do think there is a need for better training in the professions. And here I can only speak from the United States perspective. I attended the American Institute of Architects National Meeting last week in New Orleans.
And I would suggest that around issues of sustainability, issues of how to actually design a building that operates efficiently, but is also user-friendly so that it can operate even more efficiently, are not as well understood in the professions as they ought to be. And so I think among planners, among architects, that you need to do some work, and again, I can only speak in the U.S. context, to really lift up that knowledge base so that what gets presented to the funders is more comprehensible to them and more meaningful for the ultimate users of the buildings. I don't know if this goes beyond U.S. borders, but one of the things that's going on in the U.S. right now is that there's very little emanating from planning departments that actually ends up being built beyond a park, things of that nature. The major developments, housing, commercial, are now originating in the offices of major developers because they have the financial expertise to cost a project from its inception to its conclusion. They have the sophistication to understand what goes on at each part of the process. And within city halls, particularly the mid-sized and smaller communities, that expertise isn't there. The best that local officials can do is count on their planners, their architects, to tell them whether or not what they're hearing is real. So there needs to be a better integration of planners and architects with that business community to understand the full process and the financial implications of the process. Gut, also um noch auf die Ausbildung der Architekten, ich wollte nicht unbedingt sagen, dass man, natürlich ist das Arbeitsumfeld in einer Stadt wie Sao Paulo ganz anders als etwa in Zürich, um einen besonders starken Gegensatz jetzt hier auch zu bringen, anders, aber schlussendlich, um guten Städtebau zu machen oder gute Architektur in einer Favela, sollte man keine anderen Ansprüche anmelden, als wenn ich jetzt hier draußen eine Platzgestaltung machen kann. Also das ist ja genau das, was wir eben anstreben. Es ist einfach, was ich sagen wollte, ist eben auch mehr, wie kriegt man das Interesse von Architekten und Städtebauern dahin, hey, das ist da, wo wir eben arbeiten sollten. Und ich glaube, mit einer Ausbildung, die man zum Beispiel in einer gewöhnlichen Hochschule wie der ETH kriegt, kann man auch das durchaus meistern, weil das ja gerade auch in der Ausbildung von Architekten und Städtebauern liegt, dass man eben relativ schnell etwas scannen kann, lesen kann und dann sofort auch damit umgehen kann. Und ich möchte das betonen, es geht nicht darum, andere Planungsansätze in Favelas zu anzuwenden, im Gegenteil. Das hatte ich auch nicht gemeint. Ich hatte eigentlich gemeint, dass es sein kann, dass wenn man in der Ausbildung das Richtige lernt, man nicht mehr so genau nachfragt, was an der jeweiligen Stelle richtig ist. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an die Runde und dann geht's nach draußen. Wie sehen Sie die Chance, dass der Mental Gap zwischen Wissen und Tun, wie wir es auch heute Morgen gehört haben, dass zwischen Lernen und Wissen, das sind kleine Schritte, aber zwischen Wissen und Handeln, das sind so große Schritte. Das ist die kognitive Dissonanz, wie die jeden von uns, wir wissen, dass Veränderungen nötig sind, dass Gerechtigkeit und Demokratie nötig ist, aber wenn wir die Glühbirne ändern sollen, dann finden wir das ungemütlich. Und wenn wir aufs Auto verzichten sollen, finden wir es unbequem. Also wie schaffen wir es, uns mit diesem Thema der kognitiven Dissonanz auseinanderzusetzen? Bei denjenigen, mit denen wir über die Veränderungen in der Stadt, und ich bin bei Ihnen, Frau Hölzl, dass Arm und Reich die größere Herausforderung ist in den nächsten Jahren als der Klimawandel. Nur der Klimawandel trägt dazu bei, dass die Armen noch schneller weiter verarmen als bisher. Also insofern denke ich, können wir das nicht auseinandernehmen. Also was können wir tun, um diese kognitive Dissonanz zu thematisieren oder zu überbrücken?
Ich bin nicht so schnell, muss nachdenken. Wollen wir erst mal ins Publikum geben und dann nehmen wir das hier in die Schlussrunde? Yes. It's nice. Well, in Brazil, we have a big difference between theory and practice. The universities in general don't prepare the students to the practice life, to the students to act in the practice life. In general, our curriculums prepare the students to work in the European and American cities. And unfortunately, you could compare Brazilian cities and South American cities, African cities with the European. And so when the students and the new professionals came to the public office or the private office, they have a lot of difficulties to understand the practical life. It's a big gap. This is the one challenge for us, to introduce in the academies and the universities the curriculums that manage the real life. I have a joking that in the architecture schools, the last theory that the students learn is the modern architecture. They know Oscar Niemeyer and Lúcio Costa, the architecture finished in Oscar Niemeyer and Lúcio Costa. The end. So it's very difficult to work on that. And the other issue is the rich and poor. Of course, I think the most important for us is to, the poor is the first that will be influenced and have problems with the climate change in Brazil and all the poor cities with enchentes. Enchentes dos rios. O rio enchente. Floodings, etc. We have a big study now how to control this problem in the poor areas. But I think the climate change is a form of to integrate the issue that the cities faces now, to integrate all the communities, poor, middle class, and poor rich people, to face the common future. I'm very optimistic with the future. I think it's possible to change the life and the form that rich people live in Brazil or in the Latin America and Caribbean in Africa, to understand that it's necessary to change this form of life. Including in the case that we see contradiction between rich and poor neighborhood. At 1 year of discussion process, we could see that both of the communities could understand that it's important to protect the sloping areas, to collect garbage, to transform garbage in products, etc. So, my idea is that our policy in the poor areas are changing the idea of the São Paulo understand of the future of the city, and this issue, climate change, is being incorporated in the real and our life all day life. Ja, Sie sprachen das Thema kognitive Dissonanzen an und wie man eigentlich darüber hinauskommt, dass der Mensch immer nur seinen kurzfristigen
Vorteil oder sein kurzfristiges Glück oder seine kurzfristige Bequemlichkeit verfolgt. Also wie man über diese Stufe hinauskommt, dass wenn man jetzt eben die Strecke von A nach B nicht mit dem Auto fahren darf, als Verlust oder Verzicht oder Mangel an Lebensqualität erlebt, ist letztendlich eine philosophische Frage, was man unter Leben und unter Glück versteht. Und ob man dieses als Verlust empfindet oder ob man im Hinblick auf zukünftige Generationen sagt, wir haben ein Problem mit unserer Lebensweise und wenn wir anders leben würden, könnten wir alle zusammen glücklicher sein und würden, es ist jetzt sehr pathetisch, aber wir könnten was für die Menschheit insgesamt tun. Ja, diese Herausforderung muss man sich stellen. Also, und die ist auch nicht hoffnungslos. Ich bin jetzt 31 Jahre bei den Grünen und damals haben wir ein Plakat gemacht, das war so eine naive Kinderzeichnung, da stand drauf, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geliehen. Viele haben furchtbar gelacht über das, was denn das für ein esoterischer Quatsch sei, aber letztendlich geht es genau darum. Und den Weg, sich darüber Gedanken zu machen, den kann man den Leuten nicht vorschreiben. Das kann man auch nicht mit dem Holzhammer erzielen, sondern diesen Weg, über solche Dinge nachzudenken, den muss jeder selber beschreiten. Und den muss jeder freiwillig gehen und dann muss jeder selber zu Ergebnissen kommen. Und ich glaube aber, dass immer mehr Menschen unterwegs sind, sich dem auch zu unterziehen. Und ich glaube auch, dass das Ergebnis nicht ein weniger an Lebensqualität oder ein mehr an Unbequemlichkeit oder gar Askese und Verzicht und ganz Furchtbares ist, sondern dass man mit etwas mehr Nachdenken, mit etwas mehr ökologischer, aber auch sozialer Vernunft dazu kommen kann, dass es uns allen dauerhaft besser geht und auch noch, dass im Jahre 2050 dieser Planet A noch bewohnbar ist. Und zwar nicht nur biologisch bewohnbar, sondern dass er sozial auch ein Ort ist, wo es eben nicht so starke Gegensätze gibt zwischen Arm und Reich, wo die Menschen in Sicherheit leben, wo sie gutes Essen haben, wo sie Wasser haben und wo sie glücklich sein können. Es klingt alles ganz pathetisch, aber darum, um diese Frage, dass möglichst viele Menschen gut leben können und glücklich sein können, dreht sich die ganze Politik eigentlich. Das ist eigentlich ganz banal. Und so schwierig. Dann öffne ich jetzt ins Publikum und freue mich über viele Fragen. Ich habe eine Frage an Martin Schewitz. Mein Name ist Andreas Ammann. Ich wollte gerne zwei Aussagen von Ihnen aufgreifen. Sie haben zum einen gesagt, es gibt den Environmental Imperative, also den Zwang zu handeln. Und dann haben Sie die Meinung geäußert, die menschliche Natur ändert sich kaum. Das klingt wie ein absoluter Gegensatz. Ich möchte da etwas dazu einbringen. Ich meine, das ist kein Gegensatz. Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und seit dem Studium lebe ich in Deutschland. Und ich habe meinen Schweizer Pass behalten aus einem Grund. Ich kann als Schweizer Bürger kann ich gesetzgeberisch tätig werden, wenn ich genügend Geistesverwandte finde. Ich brauche kein Geld, ich brauche kein politisches Amt. Ich brauche einfach nur den Schweizer Pass. Ich bin überzeugt, dass wir nicht unsere menschliche Natur ändern müssen, sondern dass wir gesellschaftliche Möglichkeiten schaffen sollten, um aktiv werden zu können. Weil ich glaube, das steckt in jedem von uns drin, dass wir unsere Umwelt gestalten wollen. Und wenn diese Möglichkeiten vorhanden sind, dann glaube ich, können wir unsere menschliche Natur so nutzen, wie sie ist, und Fortschritte erzielen. Und meine Frage an Sie, könnten Sie sich vorstellen, dass dieses schweizerische politische Selbstbewusstsein ein Modell für die moderne Gesellschaft sein könnte? Yes. No, there's, I distinguish between human nature and human behavior. We can always change and impact behavior. And I think that's what has to happen. Although I'm a part of a group called the Garrison Institute in New York, and it's a very high level, not just 30,000 meters, but it's
way in the cloud about how you change human beings and how we react to different messages. And at the end of 3 or 4 days of this, you just want to go have a good glass of wine because there's nothing else that's going to solve what you've gone through. I think what you do is you give people options, that people want to do the right thing. So if somebody, I don't own a car, for example, because in Washington, D.C., we have a great public transit system. But if we didn't have a public transit system, I would own a car. I recycle because it's user-friendly, because I can, because it's an option that's available to me, because the containers are there. And I know in my personal waste stream where that's going to go, that it's not going to get remixed into some landfill, and all of my effort is for naught. So, and I suspect that if there were more electrical outlets on this street, there would be more cars plugged into them. And I think that's an important role for government in a democratic process, particularly, to provide the options for people because they want to do the right thing. Then you work the other end of the equation with children, because obviously they learn better than we do, and ultimately they become the teachers. Mm-hmm. Guten Tag, Herr Students. Ich arbeite in der Chinese Academy of Social Science in Beijing, im Institut für Städte und Umwelt. Wir haben eine Frage nach der intellektuellen Dissonanz gefragt. Ein der Probleme ist, die Bürger zu motivieren, tatsächlich mitzumachen. Und dazu spielt die Größe der Verwaltung meines Erachtens eine wichtige Rolle. Die Chinesen haben die sogenannte Shichu, das sind die soziale Distrikte, eingerichtet. Die sind ungefähr 7.000 bis 8.000 Leute groß. Und das ist die einzige Ebene, wo etwas Demokratie in China versucht wird, wird aber in China weit so eingeführt. Ich stelle fest in Deutschland, dass viele Verwaltungseinheiten, Distrikte immer größer werden und gleichzeitig immer schlanker, weil sie natürlich unter gewaltigem Kostendruck stehen. Dadurch wird der Abstand der Bürger zu der Stadtverwaltung hier in Deutschland immer größer. Es entsteht dadurch ein Problem im Bewusstsein, welche Probleme lösbar sind und was selber gemacht werden muss. Also eine Frage an der Herr Salomon aus Sao Paulo und auch Herr Chavez: Was ist der Einheit in dem Verwaltung, Demokratie, Zusammensein, zusammen operieren, auch in verwaltungstechnisch erkennbar sind? Wie groß muss so eine Einheit sein? Ja, das heißt, die meisten Leute sagen, ich komme aus Prenzlauer Berg oder ich komme aus Altona oder aus Ottensen oder wie auch immer. In Hamburg ist zum Beispiel die Wahrheit, dass das Distrikt Altona ist 200.000, 300.000 Leute und Ottensen, Ostdorfer Born oder wie auch immer, sind gar nicht vertreten, müssen aber die Leute in Altona wählen. Damit geht ein Bezug verloren. Also wie groß soll die Einheit eines Stadtquartiers sein, wo man tatsächlich operieren kann und wo ein Identitätsgefühl der Bürger da ist? I'll confess, I've been to China 6 times, and I still don't understand China. And I suspect you could live there for 20 years and not understand it from a Western perspective. And this may not be applicable across developed to undeveloped or developing nations, but I think that a good part, one answer for the future is technology. And if we look at the way people, particularly in the developed worlds, utilize technology, it's advancing at a pace that is breathtaking. There's no shortage of data, but there's a challenge with aggregating the data and putting it in a format that's meaningful in people's lives. And when someone's riding their bicycle down the street, put a street in my hometown of Albuquerque so I don't stereotype for Berlin, they know exactly what music they want to hear. They've pulled that down off of the internet. They know where they're going. They may have already looked and ordered online before they get to where they're going. And so we pull the data that's important in our lives. We tend to have less importance on the rest of it.
But we know that the technology is pervasive, and now, if you went to China in the 1980s, you didn't see much technology. Unfortunately, you see a lot of cars and no bicycles. They reverse themselves. But you see cell phones, and you see laptop computers. And that is going to, I think, play an important role in one way that people will now be able to connect with those large administrations, those bureaucracies, their leaders, and so that there can be some exchange in that format. Just one part. Also ich glaube, da gibt es keine allgemeingültige Antwort drauf. Ich glaube, was der große Vorteil von China ist, dass es ein historisch alter Verwaltungsstaat ist. China wurde immer verwaltet und in China funktioniert vieles. Nein. Ja, ich glaube nicht, dass die Chinesen ihr Problem schon gelöst haben, aber ich war auch noch nicht fertig mit meiner Antwort. Nein, ich wollte, das Vorwort zu China habe ich deshalb gesprochen, weil ich sagen wollte, das kann man, glaube ich, nicht pauschal sagen. Sie haben von Hamburg gesprochen und sagen, die Hamburger Bezirke haben zwischen 200.000 und 300.000 Einwohner. Berlin hat 3,5 Millionen Einwohner und hat, glaube ich, auch 11 oder 12 Bezirke. Die sind auch alle so groß. Und da ist jeder Bezirk so groß, wie die Stadt Freiburg insgesamt groß ist. Nur jeder Bezirk in Berlin besteht wieder aus irgendwelchen Kiezen. Das hat was mit Identität der Bewohner zu tun, wo sie sich zugehörig fühlen. Das muss nicht synonym sein mit den Verwaltungseinheiten. Die Stadt Freiburg hat 17 Stadtteile, wo es jeweils existierende Bürgervereine gibt, die insofern nicht demokratisch legitimiert sind, weil da kann jeder Mitglied werden. Die sind nicht gewählt, sondern die funktionieren genau wie ein Tennisverein oder kann. Aber die sind ganz aktiv am Stadtteilleben beteiligt. Und wir haben 8 eingemeindete Ortschaften mit Ortsverfassung, mit Ortsvorsteher, wo die Ortschaftsräte gewählt sind. Das sind kleine Dörfer, die mittlerweile größer sind, mal eingemeindet wurden. Die haben zwischen 1.000 und 5.000 Einwohner. Und eine Stadt mit 200.000 Einwohnern, mit einem Gemeinderat mit 48 Mitgliedern, das funktioniert. Also man kann eine Stadt dieser Größe so managen. Man kann auch eine Stadt managen, die zwei-, dreimal so groß ist. Die wird auch nicht anders gemanagt. Da gibt es halt dann viel mehr kleinere Quartiere. Aber es gibt, glaube ich, nicht eine optimale Größe, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es muss in irgendeiner Weise überschaubar sein. Und das Beispiel aus China ist vielleicht kein schlechtes. Also wenn das so 7.000, 8.000, 10.000 Menschen sind und die sich zumindest verstehen als zusammengehörig, dann kann man dort die Menschen beteiligen. Das wird in China anders funktionieren, als wir das machen. Aber ich glaube, man muss jeweils die Situation vor Ort sich angucken. Danke. Gibt es noch weitere Fragen? Sonst ist gleich die Pause angesagt. Noch eine? Gut. Das ist dann auch die letzte. Die letzte. Mein Name ist Maria Andreas. Ich bin Architektin und Stadtplanerin und habe eine Frage. Und zwar, wir haben jetzt gerade über Bürgerbeteiligung gesprochen und haben uns gefragt, wie man die Bürger dazu bringen könnte, sich zu beteiligen. Und ich komme gerade aus Stuttgart und sehe, ein Problem in der Bürgerbeteiligung sind die Anreize. Warum sollen sich Menschen überhaupt beteiligen? Und ich sehe eine Lösung für die Bürgerbeteiligung in der Ermächtigung. Die könnten sich beteiligen wollen, wenn sie anschließend ermächtigt werden zu handeln. Die können sich selber ermächtigen zu handeln und dadurch an der Kapitalisierung des Wertes ihrer Schöpfungskraft und ihrer Geisteskraft beteiligt zu werden. Und es gibt Beispiele aus der Vergangenheit, wo zum Beispiel in der Hausbesetzerszene Leute dadurch belohnt wurden, dass sie einen Beteiligungsprozess gestartet haben, weil sie an günstigen Wohnraum rangekommen sind. Also meine Frage ist, wie sehen Sie diese Ermächtigung als Form der Beteiligung oder als Anreiz der Beteiligung? Also es gibt bestimmt Bereiche,
wo Beteiligung mit realen Ermächtigungen zu verbinden ist, sei es, wenn es um einen Stadtteilpark geht oder solche Dinge. Es wird schon schwieriger, wenn ich ins Eigentum Dritter eingreife, wie bei der Hausbesetzung, oder in anderen Bereichen. Denn wir haben ja nun auch mal als Grundform eine repräsentative Demokratie. Und wir hatten das heute Vormittag schon, auch eine funktionsfähige, repräsentative Demokratie. Und am Ende entscheiden diejenigen, die gewählt sind. Das ist übrigens bei allen Beteiligungsprozessen auch besonders schwierig, klarzumachen, dass diejenigen, die sich beteiligen und selbst wenn sie im Saal abstimmen, dass sie in Zukunft, ich nehme jetzt mal ein besonders böses Beispiel, eben wirklich den Kindergarten, den die Nachbarn realisieren wollen, nicht vor ihrer Tür haben wollen. Sie wollen keinen Kindergarten, der macht Lärm zu Tageszeiten, wo sie lieber auf dem Sofa liegen und ein Schläfchen halten. Dann haben wir Glück, dass dieser Kindergarten trotzdem gebaut werden kann in unserer repräsentativen Demokratie und unserem Rechtsstaat. Also es ist nicht immer so, dass die Mehrheit die richtigen und die guten Entscheidungen fällt aus der Sicht der Allgemeinheit. Und es ist gut, dass es sozusagen dieses Instrument der direkten Beteiligung gibt, um zu lernen, was die Probleme und die Fragen vor Ort sind. Es ist auch gut, dass es Möglichkeiten zur konkreten Mitwirkung an Projekten gibt. Aber die Kunst besteht darin, diese Projekte dann auch so zu strukturieren, dass mitgewirkt werden kann und dann nicht am Ende eben des Prozesses heißt, aber das geht jetzt nicht. Und auf der anderen Seite ist es gut, dass wir eine repräsentative Demokratie haben und nicht nach der Mehrheit derjenigen, die in einem Saal am lautesten schreien. Ich bedanke mich für die Diskussion hier auf dem Podium. Ich denke, wir haben eine Menge über unterschiedliches Vorgehen in der Stadt gehört. Wir haben unterschiedliche Modelle gehört und ich hoffe, wir haben alle den Blick erweitert auf die Probleme in Südamerika, in Afrika, in Asien, die Zukunft unserer Welt bestimmen. Die Armen und die Reichen zu integrieren und die Klimathematik kann, wie es eben gerade uns gesagt worden ist, sozusagen wie Frau Franka sagte, das Vehikel sein, wie Arm und Reich gleicherweise betroffen sind, wenn die einen auch besser fliehen können als die anderen. Vielen Dank und eine angenehme Pause. Um 15:45 treffen wir uns hier wieder zu den Arbeitsgruppen.